Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowride und ich begrüße euch zur 56. Episode dieses Fallout 4 Let's Plays. Ja, wir sind hier gerade an diesem Stausee. Auf der anderen Seite waren wir schon. Da haben wir dieses Dorf eingenommen. Also nicht eingenommen, aber gesäubert von ein paar Ghoulen. Ja, und gucken wir uns doch mal diesen überaus spektakulären Damm an. Da stehen ja Leute. Gegner? Keine Ahnung. Der Bus da oben haben wir, das andere Auto auch. Was haben wir dann hier? Sieht aus wie ein Sportfahrzeug. Ach, wenn man noch wenigstens den Kofferraum oder die Motorhaube aufmachen könnte. Naja. Ja, und ich hatte ja gehofft, dass hier irgendwie eine Tür drin ist, dass man hier irgendwie in den Damm kommt. Muss ja irgendwelche Generatorräume, Turbinen und sowas alle geben. Hätte ich gedacht, dass man da eventuell Zutritt zu hat irgendwie. Ja, sieht aber ja nicht dran aus. Gut, dann gucken wir mal, was das für Personen da hinten sind. Ja, sehen nicht aus wie Raider, die sehen alle ziemlich zivil aus. Da oben stehen welche mit Waffen, oder? Wir eine kleine Bleischlichtung vornehmen müssen. Ein Farmer, Raider abschauen. Raider, 3 Raider, 2 Farmer. Ja, nun ist die Frage, sollte man dorthin gehen, eventuell in irgendeinem Gespräch teilnehmen oder sollte man sich von vornherein um die Raider kümmern? Ich tendiere zu zweiterem. Dass das vorbei ist. Irgendwas wirft er. Die Raider erwischt. Na, die rennen da jetzt locker rum. Hier brennt die Luft. Sag mal, Matthias. Hey, du hast uns das Leben gerettet. So ist es. Danke dir. Danke. Okay. Du dankst mir sicherlich auch. Hi. Danke. Das hätte bei weitem nicht jeder getan. Okay. Naja, wer weiß, vielleicht ist uns da jetzt ein bisschen Story abhanden gekommen, irgendwas. Aber ich musste auch mal wieder schießen. Mein Triggerfinger war unruhig. Da ist ja Molly Impro. Er zeigt mir Impro-Pistole Plus. Das heißt, die Impro-Pistole soll besser sein als die gegenwärtige Snipe, die ich habe. Pistole, Schaden 13. Hat eine bessere Feuerrate und hat ein besseres Gewicht. Ansonsten, was soll denn so eine Angabe? Ja, egal. Nehmen. Start, Doppelläufiger, Harnisch und Gurtzeug. Das ist jetzt einfach eine Barrikade. Ach, da ist ja eine perforierte Impro. Räderrüstung. Versteift und gekocht. Räderrüstung. Sackkapuze. Raider. Und Abhang. Oh, was gibt
Und irgendwelche Eier? Oh, Meierlurks, hm? Und sie können... Oh. Ach, was macht er denn jetzt? Ich wollte zum Anhalten Space drücken und Space ist ja nochmal Jump. Wo bist du denn? Der sucht sich tatsächlich den Weg oben rum. Oh, das waren die Sichtstreffer, der tut die Zelle. Die Biester sind so arsch schnell. Und Nummer 2 haut ab. Nummer 2 sieht ein, dass es keinen Sinn macht. Gehen sollen. Oh, und das Fleisch. Können wir wagen hier was? Oh, haben wir alle ja keine Knie mehr in der Zeit. Und bin ein bisschen lieblos, finde ich. Naja. In your face, my friend. So, oh Gott. Nee. Hau ab, nicht dringeln. Ey. Ach, und da so man. Na, ist keine Tür, ist ein Brett. Schade. Kommen wir hier rein? Nee. Nichts, nichts und immer wieder nichts. Nur wenigstens so eine Matratze. Müssen wir mal hinholen. Tja. Der Wille zu erkunden und zu finden ist ja da. Ups. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder in dieser frisch entdeckten Siedlung, wo wir eigentlich einen Mast aufstellen sollen, um andere Siedler anzulocken. Aber darauf habe ich keine Lust, weil dann müsste man das Lager auch wieder komplett ausbauen, man müsste Betten bauen, Verteidigungsanlagen, dazu habe ich jetzt keine Lust, das machen wir unten andermal. Bin ja hier, um auch ein bisschen Action zu haben. So, was ist da gerade aus? Da zeigt er mir irgendwas im Scanner an. Da nehmen wir wohl mal hin. Dann gibt es ja auch immer noch dieses Meierlager mit den ganzen Eiern.
Ja, jeder mal ganz nah ran und weck die mal alle auf, dass sie rauskommen. Dover Hund, du. Irgendwie kein Abenteurer, ich spüre. Nein, ich wollte kein Wasser trinken und ich wollte jetzt keine Stunde warten. Oh no, trink mal mein Wasser, was soll denn das? Ah, er hat jetzt wieder hinten hier weg. Tappelnde Hunde. Einmal toter Hund. So. Und ihn. So, was sie auch mal gut sind. Sind die anderen Kadaver? Zerplatzt oder was? Deswegen, wo diese Gegner zerplatzen, stehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist zwar ein guter Effekt, aber um ans Loot ranzukommen, echt nicht hilfreich. Jetzt 400 zerschossen und zwei davon gefunden. Und diese Meierlock-Viecher, diese beiden Kleinen, habe ich glaube ich auch nicht gefunden. Schlüpfling. Ups. Ah, hier ist noch ein Kadaver. Ich packe mal nicht ans Wasser. Also doch alle gefunden. Schlüpfling. Hau ab. Schon abgedrängelt. Toter Kühlschrank. Pond, da ist mir gerade die Katze über die Hand gepäst. Die rennt hier wieder rum. Dicker roter Pumba, hau mal ab. Warum hat dieser Teich hier einen eigenen Namen? Ja, weltbekannt, Hunden macht der Verstrahlung ohne Strauß. Oh, was hat man da? Irgendetwas, das wir uns jetzt mal angucken werden.
Sekunde vor da. Don't feed the bears. Kann man es Bären geben? Uncool. Haufen Zeug, was aus der Entfernung verlockend aussieht, aber letztlich auch, wo es wieder Müll ist. Kronkorken, 23 Stück. Was ist los? Du bist ein bisschen Batterie alle oder was? Ah, der hat jetzt eine Antenne hinten drauf. Hatten das die anderen auch? Das ist die Antenne weg. Dann Tweets. Tomana, Tweets, wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutzt den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du das nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. Walter. Trödel, ja. Spielzeug-Truck. Oh, und ich renne hier rum. Oh. Alter, du musst die Augen offen halten. Das hier vermint, oder? Dein Köfferchen zum Entsperren. Oh. Geschafft. Ein sauberes blaues Kleid. Das ist ja toll. Da ist doch auch die Dose. Gut, Tür ist gemerkt, aber er sagte irgendetwas von Abwasserrohr. Könnte hier ein Abwasserrohr sein. Ja, hier sind wir einigermaßen gekommen. Oder gibt es hier noch ein zweites Häuschen? Das
Werden wir uns wohl als nächstes erstmal kredenzen. Ein Abwasserrohr wird sicherlich irgendwo am Wasser sein. Und am Wasser ist ungefähr hier circa. Blutblätter. Abwässriges. Okay. Na, wir haben immer noch die kleine Bude dazu machen. Da ist anscheinend noch ein Leuchtpilz am Baum. Geben wir uns mal hier kurz in Deckung und machen eine kleine Pause. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mir auch super helfen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, benutzt doch den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.